Im heutigen Video möchte ich euch ein fantastisches Rezept für einen veganen Linsengulasch vorstellen. Dieses Rezept habe ich schon vor 20 Jahren für meine Freunde gekocht. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder ein Rezept für euch, ein veganes Kochkostrezept. Ich weiß, es gibt einige Zuschauer unter euch, die möchten hier auf diesem Kanal keine Koch- oder Backrezepte sehen. Sie möchten eher Rohkostrezepte sehen. Aber hier auf diesem Kanal thematisiere ich ja nicht nur die Rohkost, sondern auch die vegane Ernährung, beziehungsweise auch die vegane Ernährung, die ich meinen Kindern anbiete. Und das heutige Rezept ist zum Beispiel eines der absoluten Lieblingsrezepte meines 13-jährigen Sohnes. Es ist ein veganer Linsengulasch. Diesen Gulasch habe ich schon vor über 20 Jahren für meine Freunde damals gekocht. Vor 20 Jahren habe ich schon mal ungefähr 6 Jahre lang vegan gelebt und in dieser Zeit habe ich für meine Freunde, die damals Vegetarier waren bzw. Allesesser, für die habe ich dann auch sehr gern vegan gekocht oder gebacken. Und das ist also ein altes Rezept, das hat man auch schon ab und zu in einigen Food Diaries gesehen für meine Jungs und da kam auch immer mal wieder die Nachfrage, oh, können wir das Rezept bekommen, kannst du mal das Rezept veröffentlichen? Kürzlich war ich in meiner alten Heimat im Erzgebirge und habe meine Eltern besucht und für die habe ich auch diesen veganen Linsengulasch zubereitet und dort habe ich auch die Aufnahmen für dieses Video gedreht. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit diesem Video. Das sind die Zutaten für den veganen Linsengulasch. Das sind ca. 850 Gramm festkochende Kartoffeln. Dann haben wir hier Tomatenmark und Senf. Davon nehme ich ca. 3 Esslöffel jeweils. Dann haben wir hier ein Päckchen Räuchertofu. Davon nehme ich ca. ein halbes Päckchen oder ein halbes bis ein Dreiviertel Päckchen. Wer mehr Tofu verwenden möchte, kann noch ein ganzes Päckchen für diesen Gulasch verwenden. Dann haben wir hier grüne Linsen. Es eignen sich auch braune Tellerlinsen. Davon verwende ich ca. 250 Gramm. Dann haben wir hier 3 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, ca. 450 Gramm Möhren. Hier in dieser Tasse befindet sich etwas Salz, hier ein bisschen Kokosöl und hier ein halbes Päckchen gefrorene Petersilie. Zuallererst wiege ich die 250 Gramm Linsen ab und koche diese in einem Topf mit Wasser ohne Salz weich. Während die Linsen kochen, schäle ich Zwiebeln und Knoblauch und schneide diese klein. Die Möhren wasche ich nochmal und schneide diese in Würfel und die Kartoffeln, die werden geschält und auch in Würfel geschnitten. Das Gemüse ist klein geschnitten. Hier sind die Möhren, die klein geschnittenen bzw. gewürfelten Kartoffeln und hier Zwiebel und Knoblauch. Ein Teil des Kokosöls habe ich in diesem Topf erhitzt und jetzt brate ich Zwiebeln und Knoblauch in diesem Topf goldgelb an. Hier daneben in diesem kleinen Topf kochen schon die Linsen weich. Wenn die Zwiebel-Knoblauch-Mischung soweit fertig ist, gebe ich noch Senf und Tomatenmark dazu. Ich habe jetzt ca. 3 bis 4 Esslöffel Tomatenmark genommen und 2-3 Esslöffel Senf und das Ganze brate ich jetzt noch ein bisschen mit den Zwiebeln an. Kurz, 2-3 Minuten. Wer ein großer Senf-Fan ist, kann auch ein bisschen mehr Senf für diesen Gulasch verwenden. Als nächstes kommen die geschnittenen Möhren und Kartoffeln dazu. Ich habe das jetzt alles miteinander vermischt und lasse das Ganze kurz anschmoren. Und dann lösche ich alles mit Wasser ab. Ich gebe jetzt erstmal 1 Liter Wasser dazu. Das Ganze lasse ich jetzt aufkochen. Ich gebe jetzt noch ein Lorbeerblatt dazu. Das habe ich ganz vergessen, noch bei den Zutaten zu zeigen. Und dann kommt auch noch dieses Gewürz dazu. Paprikapulver, edelsüß. Ich verwende ca. 2 bis 3 Esslöffel. Das gebe ich jetzt hier dazu und lasse das Ganze aufkochen. Die Linsen sind jetzt auch schon fertig, aber die bleiben so lange noch im kleinen Topf, bis der Linsengulasch fertig gekocht ist, beziehungsweise bis die Möhren und die Kartoffeln weich gekocht sind. Das Ganze kocht jetzt.
Ich lasse das Ganze jetzt ca. 20 Minuten köcheln, so lange bis Möhren und Kartoffelstücke weich sind. Die Kochdauer hängt natürlich immer davon ab, wie groß die Kartoffeln und Möhrenstücke geschnitten wurden. Meiner Erfahrung nach dauert es auch ein bisschen länger, bis Kartoffeln und Möhren weich sind, wenn sie zusammen mit Senf und Tomatenmark gekocht werden. Während Kartoffeln und Möhren weich kochen, werde ich hier das restliche Kokosöl in einer Pfanne erhitzen, den Räuchertofu bzw. einen Teil des Räuchertofus klein würfeln und dann in der Pfanne braten. Möhren und Linsen sind jetzt weich. Ich gebe zum Eintopf die weich gekochten Linsen dazu und den Tofu. Dann gut alles vermischen und dann nochmal mit Salz und Pfeffer nachwürzen, wenn Bedarf besteht. Ganz zum Schluss kommen noch Kräuter dazu. Ich habe hier noch etwas gefrorene Petersilie. Natürlich könnt ihr auch frische Petersilie verwenden. Ein Bund Petersilie klein schneiden und dann nach dem Kochen mit in den veganen Gulasch geben. Fertig ist der vegane Linsengulasch. Und so kann der Linsengulasch dann serviert werden. Vor über 20 Jahren habe ich diesen veganen Linsengulasch ohne Räuchertofu oder Tofu zubereitet. Das Rezept mit Tofu hat sich dann erst so in den letzten Jahren entwickelt. Ich habe ja auch mal in einem Bioladen gearbeitet und dort vegan und vegetarisch gekocht, auch einige rohköstliche Sachen zubereitet. Und ich habe dann in diesem oder für diesen Bioladen den veganen Linsengulasch gekocht und dann eben mit dieser rauchigen, herzhaften Komponente, mit diesem Räuchertofu. Und damals ist dieses Rezept, dieser vegane Linsengulasch, auch sehr, sehr, sehr gut angekommen. Den haben wir dann zum Schluss fast täglich gekocht, weil eben die Nachfrage danach so groß war. Mein ältester Sohn liebt auch den Tofu, deswegen wünscht er sich auch immer Räuchertofu für diesen veganen Linsengulasch. Das war's wieder von mir, ein Rezept für einen veganen Linsengulasch. Ich freue mich über euer Feedback, hinterlasst mir gerne eure Meinungen, eure Kommentare unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit, lasst es euch gut gehen, bis ganz bald, ihr Lieben, eure Silke.